Also Leute, kurze Quizfrage zwischendurch. Was hat der VfB Stuttgart, also die zweite Mannschaft, gemeinsam mit den Stuttgarter Kickers und dem Footballverein den Stuttgarter Scorpions? Naja, sie alle warten sehnsüchtig darauf, dass sie endlich wieder im eigenen Stadion spielen dürfen, im Gazi-Stadion. Das wird nämlich gerade umgebaut und wir waren da vor Ort und haben uns gefragt, was da überhaupt aufgepimpt wird und was der Job einer Nachwuchsbauingenieurin dort ist. Also Leute, kommt mit, wir gehen jetzt zusammen auf die Baustelle. So sieht es also aus, wenn man einem Fußballstadion einen ganz neuen Look verpasst. Hier im Stuttgarter Gazi-Stadion wird gerade die Haupttribüne umgebaut. Hallo, mein Name ist Ricarda Stäbler. Ich bin seit 2 Jahren Bauleiterin bei der Firma Züblin, nachdem ich mein duales Studium als Bauingenieurin in Mosbach absolviert habe. Und heute darf ich euch meine Baustelle, das Gazi-Stadion in Stuttgart, zeigen. Momentan seht ihr bisher nur die nackte Beton- und Stahlkonstruktion. Mein Aufgabengebiet ist es, die Fassade zu schließen und die anderen Ausbaugewerke für die Innenbereiche zu betreuen. Die Rasenheizung ist schon verlegt. Alles läuft nach Plan. Im nächsten Meeting werden noch einige Details der neuen Küche geklärt. Ricarda hat den straffen Zeitplan aller Gewerke voll im Griff. Dazu gehört auch die farbliche Abstimmung von Sitzbezügen und Vorhängen. Ich stehe hier an der Mittellinie des zukünftigen Spielfelds auf unserer neuen Haupttribüne, die für ca. 2300 Leute Platz bietet. Aufgrund der exponierten Lage zum Fernsehturm wurde die komplette Ebene 2 verglast, wo dann die ganzen VIP-Gäste vor und während des Spiels verköstigt werden können. Und was ist das für eine extravagante Stahlkonstruktion über der Haupttribüne? Wir fragen den Rohbauleiter Samuel. Samuel, vielleicht kannst du den Zuschauern mal erklären, was es mit der Stahlkonstruktion hier auf sich hat. Ja, gerne. Also wir befinden uns hier in der Ebene 2 in dem zukünftigen Gastronomie- bzw. VIP-Bereich und stehen hier auf der Decke, die frei auskragt. Das heißt, es gibt keine Stützen zum späteren Zeitpunkt hier unten drunter. Im Moment ist noch ein Leergerüst drunter. Die Stahlträger bilden das Dachtragwerk und zum anderen hängt aber diese Decke über die Stützen an der Gesamtkonstruktion und nach vorne raus im Prinzip haben wir dann die auskragenden Tribünenüberdachung. Bildlich kann man sich das wie einen Rucksack vorstellen, der am Rücken des Gebäudes dranhängt. Hier den Träger, den wir hier hinter uns sehen, der wiegt um die 21 Tonnen. Alles klar, dann bedanke ich mich und wir schauen mal weiter, was sonst noch so auf der Baustelle passiert. Da können sich die Zuschauer ja auf eine richtig schicke Haupttribüne freuen. Wir gehen jetzt mit Ricarda 2 Stockwerke tiefer in das Reich der Spieler. Jetzt befinden wir uns in der Ebene 0, in der sogenannten Mixed Zone, wo die Spieler ankommen und sich auf ihre Heim- und Gastumkleidekabinen verteilen. Hinter mir geht es dann auch raus aufs Spielfeld und im Anschluss finden hier die Interviews statt. Wie ihr seht, machen wir nicht nur die Haupttribüne im Hintergrund neu, sondern erneuern auch das komplette Spielfeld mit einer Rasenheizung anhand der Bestandstribünen. Gerade Bauen im Bestand ist nochmal eine ganz besondere Sache. Hier warten ständig Überraschungen, verborgene Leitungen, Fundamente aus Urzeiten, die eine kurzfristige Handlung und Spontanität der Bauleitung erfordern. Gerade hier, wo die Jungs zur Rückrunde wieder auf ihrem Spielfeld stehen wollen. Also keine Bange, liebe Fußballfans. Auf Ricarda ist Verlass. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, habe ich es hauptsächlich mit männlichen Kollegen hier auf der Baustelle zu tun. Aber auch als Frau sollte der Beruf eigentlich kein Problem sein. Technisches Wissen, Offenheit, Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen sind bei Mann und Frau die Grundvoraussetzung. Eigentlich wollte ich ja Eventmanagement studieren, aber inzwischen sehe ich jedes Bauvorhaben als Event an, welches gemanagt werden muss. Vielseitig, abwechslungsreich und jeden Tag mit vielen neuen Leuten. Mittlerweile kann ich mir keinen Beruf mehr vorstellen, den ich lieber machen würde. Dann wünschen wir Bauingenieurin Ricarda auf ihrer Baustelle noch eine reibungslose und pünktliche Fertigstellung des Stadions. Wenn ihr euch auch auf den abwechslungsreichen Job als Ingenieurin bzw. Ingenieur interessiert, dann schaut unbedingt auf unserem YouTube-Channel und unter techtv.de rein.